So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Das sagen wir aber jedes Mal, denn es ist heute ein Zuschauerwunsch. In letzter Zeit wurde nämlich immer in den Kommentaren gefragt oder auch im Livestream, ob ich nicht mal Lasagne testen könnte in Ramses Kitchen. Jetzt habe ich gedacht, was ist daran denn aber Besonderes? Lasagne ist doch Lasagne, können da überall kaufen, entweder beim Dönermann oder beim Chinamann, nee, beim Chinamann vielleicht nicht, oder im Fachhandel einfach so normal, eine fertige Lasagne. Muss man doch nicht testen, ist ja nichts Besonderes. Aber ich dachte, wir können ja auch mal Lasagne selber machen und dann selber bestimmen, was kann man für eine besondere Lasagne machen. Sind jetzt auf den Trichter gekommen, weil wir ja gerne auch mal ein Chili con Carne machen. Wir kombinieren das einfach und machen eine Chili con Carne Lasagne. Dazu haben wir uns natürlich hier ein paar Chili-Bohnen organisiert. Ne? Chili-Bohnen dürfen nicht fehlen, die waren sonst immer von Bonduelle. Jetzt haben wir gesehen, Rewe Beste Wahl bietet auch welche. Da finde ich die Dose eigentlich sehr cool. Gefällt mir eigentlich vom Design, deswegen eine Dose Chili-Bohnen, feurig scharf von Rewe Beste Wahl. Dazu ein Goldmais mit Chili, auch von Bonduelle, beziehungsweise nicht auch, sondern der diesmal aber von Bonduelle. Denn wenn wir sonst Chili machen, nehmen wir immer Chili-Bohnen und Chili-Mais, machen da schön feuriges Chili draus. Dazu braucht ihr natürlich Hackfleisch, auch aus dem Rewe, wie man sieht, hier von dieser komischen Wilhelm Brandenburg seit 1885. Bin ich aber froh, dass sich das so lange gehalten hat und jetzt noch gut ist. Ne? Oben drüber gibt es dann natürlich Käse, schön Pizza und Gratin-Käse, Gratin-Käse, wie auch immer. Und was braucht man ansonsten für Lasagne? Lasagneblätter, so für die einzelnen Schichten natürlich. Von Barilla Collezione Lasagne, auch aus dem Rewe. Ihr seht, alle Sachen, die hier sind, damit macht man normalerweise also das Chili con Carne. Und das Einzige damit, dass Chili kein Chili ist, sondern eine Lasagne, sind diese komischen Blätter, die ihr einfach in eine Auflaufform legt und dann eine Lasagne daraus bastelt. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas vergessen haben, ob man sonst noch was anderes dazu nimmt. Das werden wir jetzt aber mal sehen, alles zusammenwürfeln und eine Lasagne Chili con Carne draus basteln. So, wir haben natürlich ein paar Aufnahmen gemacht während der Zubereitung, wie wir das gemacht haben, die einzelnen Zutaten zusammengematscht, das haben wir nicht gefilmt. Aber wie wir dann die Auflaufform belegt haben oder ausgefüllt haben, natürlich am unteren Ende erstmal diese Lasagneblätter reingelegt, da drauf dann also das Chili drauf gematscht. Man wusste jetzt nicht, so rum, haben wir mal kurz geguckt, improvisiert, das Chili drüber gegossen, dann auf jeden Fall Käse drüber gestreut, die nächsten Lasagneblätter, Chili, Käse, Lasagneblätter, Chili, Käse. Pupsi hat schon gesagt, jo, da passt eh nur noch eine Schicht drauf, das reicht. Ich habe gesagt, nee, komm, mach doch noch eine drauf. Hau Ring, was geht, bis die Pfanne leer ist. Dann ist es ein bisschen hoch geworden, dann sah es aber trotzdem irgendwie cool aus, einfach wie ein Turm. Dann haben wir das Ganze natürlich in den Ofen, haben es halt wieder mal zu lange drin gelassen. Immer wenn ich sage, das ist doch gut, Pupsi sagt, mach noch 10 Minuten. Ich meine, diesmal hat sie nichts gesagt, aber trotzdem. Wir haben das dann raus, dann sah es auf jeden Fall schon kohlrabenschwarz aus. Ich habe leider nur ein paar Fotos gemacht erstmal, habe aber dann nochmal gefilmt, als es fertig war, Pupsi sich was drauf gemacht hat. Und jetzt im Endeffekt sind wir hier angekommen, sitzen da, haben jetzt hier ein Stück auf jeden Fall von dieser Chili con Carne Lasagne. Also ihr seht eigentlich diese typische Lasagneform. Da sind also lauter Bohnen drin, da ist lauter Mais drin, da ist das Gehackte dabei, ihr habt Käse zwischen den einzelnen Schichten, ihr habt einen richtigen Brei dazu. Ich sollte Lasagne machen, wir haben Lasagne gemacht, aber nicht irgendeine, sondern eine Chili con Carne Lasagne. Wenn ihr Tipps habt, was man noch für Essen mal probieren kann oder ein Rezept, was man mal nachmachen soll oder kochen soll, könnt ihr das natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir probieren jetzt erstmal, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Obendrauf, die Blätter sind halt ein bisschen trocken und knusprig geworden. Aber wir reißen hier einfach an der Seite mal ein paar Sachen raus, gabeln das hier auf, dass das trotzdem eine Art Lasagne ist. So, das sieht doch gut aus, so eine Gabel voll. Mmh.
ist auf jeden Fall sehr würzig und sehr scharf. Ihr merkt richtig, wie der ganze Rachen brennt. Dieser Chili-Mais von Bon Duel hat nämlich so eine gute Schärfe dabei. Und auch die Chili-Bohnen von Bon Duel waren immer richtig gut. Jetzt haben wir ja die von Rewe. Beste Wahl, die scheinen auch gut zu gehen. Auch gerade wenn es warm ist, ist es natürlich schärfer, als wenn es alles kalt und ausgelutscht ist. Ich weiß nicht, manchen wird das vielleicht eine Nummer zu komisch sein. Die sagen, wenn ich Chili esse, esse ich Chili und da brauche ich nicht so komische Blätter dabei. Aber ihr könnt ja auch einfach eine Spinat-Lasagne machen. Ihr könnt eine, keine Ahnung, eine Rührei-Lasagne machen. Man kann theoretisch alles machen. Wenn ihr noch einen Vorschlag habt, was für eine Lasagne man machen könnte, denn jetzt habe ich noch Lasagneblätter da, die müssen ja auch irgendwann weg. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was für eine Lasagne wir noch testen können. Oder allgemein, was für ein Essen wir mal machen könnten. Ich gucke weiter, dass ich noch gute Burgerläden finde, um Burger zu testen. Und andere Sachen, immer Getränke, Snacks, sonst was. Bei Ramses Kitchen gibt es ja immer irgendwas. Schmeckt auf jeden Fall gut. Pupsi hat auch gesagt, nach ihrer Portion, sie holt sich gleich noch eine Portion. Sie findet es aber ein bisschen zu scharf. Gerade das finde ich aber gut. Sieht auch immer noch gut aus, ne? Die Chili con Carne Lasagne bei Ramses Kitchen. Das werde ich jetzt in Ruhe essen. Wir trauen uns mal, sind ganz mutig und stechen einfach mal die Gabel hier oben rein. Wie einfach alles wegfliegt. Guck, wie hart das ist. Da bröselt einfach alles weg. Dann könntet ihr denken, das sind hier Kartoffelchips mittlerweile. Schmeckt trotzdem, kann man essen. Vielleicht beim nächsten Mal nicht so lange drin lassen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.